Die Fleischwirtschaft nimmt einen wesentlichen Platz ein in der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch bei Fleisch- und Wurstwaren beträgt zurzeit 90 Kilogramm und zeigt eine steigende Tendenz. Um den täglichen Bedarf zu gewährleisten, werden an die Werktätigen der Fleischwirtschaft hohe Anforderungen gestellt. Eines der wichtigsten Arbeitsmittel bei der Fleischzerlegung ist das Messer. Der Umgang mit Messern birgt immer noch Gefahren in sich, was sich in einer relativ hohen Anzahl von Schnitt- und Stichverletzungen zeigt. Die Fleischzerlegung erfolgt nach TGL 26059. Dabei ist auf die Wahl geeigneter Messer hinsichtlich ihrer Form, Größe und Schnittschärfe zu achten. Das arbeitsschutzgerechte Verhalten spielt hierbei eine besondere Rolle, da es sich überwiegend um manuelle Tätigkeiten handelt. Für die Herausbildung solcher Verhaltensweisen kommt der Berufsausbildung eine große Bedeutung zu. Der Lehrling hat offensichtlich große Probleme mit der Schnittführung. Die Lehrlinge sind von Anfang an mit bewährten Praktiken vertraut zu machen und an die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen oder betrieblicher Regelungen für ein unfallfreies Arbeiten zu gewöhnen. Hier muss mit schnitthemmenden Handschuhen gearbeitet werden. Ein Pony ist sicher verlockend und unterstreicht die persönliche Note der Kollegin, aber bei dieser Arbeit ist das nicht erwünscht. Für diese Tätigkeit ist das lange Messer offensichtlich nicht geeignet. Mit diesem Messer ist eine bessere Schnittführung möglich und ein geringerer Kraftaufwand erforderlich. Auch in der Pause dürfen Ordnung und Sicherheit nicht vernachlässigt werden. Eine verbreitete Unsitte ist das Steckenlassen der Messer im Fleisch und das Ablegen der Schürzen und andere Gegenstände auf den Arbeitstischen. Zum sicheren Schutz vor Stich- oder Schnittverletzungen bei Schnittführung zum Körper sind Kettenschürzen zu tragen. Thank you.
Ohne Kettenschürze hätte diese Kollegin sich erheblich verletzen können. So nicht. Die Kollegin hat richtig reagiert. So werden Messer übergeben. Stumpfe Messer erfordern größeren Kraftaufwand und erhöhen die Verletzungsgefahr. Deshalb ist ständig auf eine einwandfreie Schnittschärfe zu achten. Das könnte ins Auge gehen. Vor Übergabe von Gegenständen sind Messer grundsätzlich abzulegen. Solche gefährlichen Situationen können vermieden werden, wenn Messergriff und Hände fettfrei gehalten werden. Beim Arbeiten mit Entschwartungsmaschinen müssen beide Hände zum Halten und Führen des Fleisches frei sein. Auf eine zweite Person sollte verzichtet werden. Nach getaner Arbeit erfolgt eine gründliche Reinigung der Messer. Aber nicht wie hier. Sondern mit Bürste in fließendem Wasser. Und je Waschstelle ein Werktätiger. So werden Messer sicher und ordentlich.